Malerisch und geheimnisvoll, Mythen umwoben und düster. Das Land legendärer Freiheitskämpfer. Ein kleines Land, das eine große Geschichte erzählt. Sein Streben nach Freiheit ist in den Stein gemeißelt. Seine Berge berichten von einer Vergangenheit voller Spannungen. Schotten sind stolz. Auf ihr Land, aber vor allem auch darauf, keine Engländer zu sein. Die Rivalität zwischen den beiden Ländern ist schon viel, viel älter als die meisten ahnen. Dass es die Highlands überhaupt gibt, ist der Beweis dafür, dass England und Schottland viele Millionen Jahre lang völlig unterschiedliche Wege gegangen sind. Hier wurde zusammengezwungen, was nicht zusammengehört. Die Highlands zeugen davon, dass es einmal gewaltige Unruhen gegeben haben muss. Unter hunderten Bergen erheben sich hier auch die 10 höchsten Gipfel Großbritanniens. Was genau passierte, offenbaren ungewöhnliche Zeugen. Um zu verstehen, wie die Highlands entstanden sind und warum Schottland wirklich anders ist, muss man sich kleine Dinge wie das hier mal genauer anschauen. Ein versteinerter Trilobit. Trilobiten bevölkerten vor etwa 500 Millionen Jahren die Weltmeere, und zwar in rauen Mengen. Sie beherrschten die Ozeane. Und ihre versteinerten Überreste erzählen uns noch heute Geschichten aus der Urzeit. Landkarten zeichnen war zwar noch nie meine Stärke, aber ich glaube, dass hier das funktioniert. Man hat versteinerte Trilobiten auf der ganzen Welt gefunden und natürlich auch hier in Großbritannien. Aber seltsamerweise bestimmte Arten nur im Süden und andere nur hier im Norden in Schottland. Warum ist das so? Waren die Länder sich damals vielleicht schon so spinnefeind, dass die schottischen Trilobiten niemals rüber in den Süden gemacht haben? Naheliegende Erklärung, aber natürlich Quatsch. Die richtige Erklärung findet man, wenn man sich die ganze Weltkarte anschaut. Die schottischen Trilobitenarten, die hat man nämlich auch hier gefunden. Auf Grönland zum Beispiel, auf Neufundland da drüben und vor allem in Nordamerika. Und den englischen Typen, den hat man nur hier im Süden und auf dem europäischen Kontinent gefunden. Für diese eindeutige Verteilung der Trilobiten kann es nur eine Erklärung geben. Schottland und England müssen zu verschiedenen Welten gehören. Beide waren einmal durch tausende Kilometer Ozean voneinander getrennt. Schottland gehörte zum Superkontinent Laurentia, England aber zu Gondwana. Erst vor rund 410 Millionen Jahren haben die Länder zueinander gefunden. Die Vereinigung von Schottland und England war also ein Crash von zwei Urkontinenten. Und bei diesem gewaltigen Ereignis haben sich die Highlands nach oben geschoben. Das macht sie zum steinernen Beweis für Schottlands geologische Unabhängigkeit. Heute ragen die Berge der Highlands noch bis zu rund 1300 Meter in die Höhe. Einst aber waren sie so hoch wie der Mount Everest. Das gigantische Massiv war Jahrmillionen der Erosion ausgesetzt. Wind und Wetter haben das Gestein abgetragen und die Bergflanken allmählich ausgewaschen. Aus dem, was bei der Erosion der Berge abgefallen ist, hat sich die zentrale Bergkette Englands gebildet. Die Pennines, Englands sogenanntes Rückgrat, sind ein schottisches Abfallprodukt. Selbst die Steine erzählen vom Kampf der beiden Länder.
Dort, wo einst die Kontinente aufeinanderprallten, findet sich auch heute noch eine natürliche Grenze. Geologisch betrachtet ist Schottlands Anspruch auf Eigenständigkeit also völlig gerechtfertigt. Und er ist sogar sichtbar. Das hier, das ist der Winn-Sill-Felsen, die steinerne Barriere, die Schottland von England trennt. Der Felsen erstreckt sich über eine Länge von 130 Kilometern und noch heute verläuft die schottisch-englische Grenze ganz in seiner Nähe. Entstanden ist er so vor ungefähr 300 Millionen Jahren, als sich die Erdkruste dehnte, sodass 1000 Grad heiße Lava sich entlang des Risses erst heben und dann zu einem unterirdischen Gesteinsbrocken erstarren konnte. Im Laufe von Millionen Jahren hat die Erosion dann Teile davon freigelegt. Diese Wand ist ja schon eine echte Herausforderung für jeden Eroberer, der aus dem Norden kommt. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn wer es bis hier geschafft hat, der stellt fest, dass auf dem natürlichen Wall auch noch ein künstlicher steht. Die Römer haben ihn hierher gebaut. Im Jahr 122 nach Christus, den Hadrianswall. In der Blütezeit des Römischen Reiches bildete der Hadrianswall die nördlichste Grenze des riesigen Imperiums. Er reichte von der West- bis zur Ostküste. Okay, zugegeben, heute sieht das ja bloß noch aus wie eine bessere Gartenmauer. Aber ursprünglich war diese Wand 6 Meter hoch und bis zu 3 Meter dick. Ein echtes Bollwerk. Und für die Römer markierte diese Mauer das Ende der zivilisierten Welt. Auf der anderen Seite gab es dann nur noch Wildnis und Barbaren. Der Hadrianswall war in erster Linie ein Prestigeobjekt und Machtsymbol. Dahinter erstreckte sich aus Sicht der Römer das Land des Schreckens. Hier lebten Krieger mit ungewöhnlichen Tätowierungen. Die Römer nannten sie die Pikten, die Bemalten. Römische Geschichtsschreiber verbreiteten wahre Horrorgeschichten. Sie schrieben von barbarischen Kampfmethoden. Und sie berichteten von Druiden, die seltsame Bräuche pflegten und sogar Menschen opferten. Vieles wurde übertrieben. Aber so manche Legende hat einen wahren Kern. In den Weiten des Hochlandes lebt ein Tier, das die Pikten gleichermaßen verehrt und gefürchtet haben. Der Highland Tiger. Kein Scherz, den gibt es wirklich. Ein Tiger in Schottland. Hinter dem Mythos des Highland Tigers steckt eine schottische Besonderheit. Ein Tier, das hier seit rund 9000 Jahren heimisch ist. Der Highland Tiger ist eine Wildkatze. Er hat einen besonders buschigen Schwanz und ist deutlich größer als eine Hauskatze. Bis heute schaffte es niemand, ihn zu zähmen. Die Pikten schrieben der Katze ungeheure Kräfte zu. Der Legende nach wurden sie von Wildkatzen angegriffen, als sie in deren Revier vorstießen. Die Pikten hatten so großen Respekt vor dem Tier, dass sie es zu ihrem Stammessymbol machten. Der Highland Tiger gilt den Schotten bis heute als Freiheitssymbol. Aber die Wildkatze ist bedroht. Es gibt nur noch rund 400 Tiere. Ich kann also nicht hoffen, irgendwann mal eins davon mit eigenen Augen zu sehen. Aber
So eine Fotofalle, die ist geduldig. So. Wildkatzen ticken im Grunde ja auch nicht anders als die Schmusekatzen bei mir zu Hause. Und das machen sich die Wissenschaftler zunutze. Sie hängen Spielzeug auf, um die Kätzchen anzulocken. Es funktioniert. Die Aufnahmen offenbaren den Forschern allerdings, die meisten sind keine reinen Wildkatzen. Viele haben sich inzwischen mit Hauskatzen gepaart. Diese kamen einst mit den Römern nach Britannien und haben die echten Schotten unterwandert. Die entferntesten Winkel der Highlands sind die letzte Hoffnung für den Tiger. In ihrer Einsamkeit hat er eine Überlebenschance. Mitten in der Einsamkeit der Highlands, im Glen Roy, finden sich Zeichen, die lange Rätselaufgaben. Doch dann erwiesen sie sich als Beleg für eine der wichtigsten Wissenschaftstheorien der Welt. Schon wackelig hier oben in den schottischen Highlands. Aber der Blick lohnt die Mühe auf alle Fälle. Von hier kann man nämlich wunderbar diese Linien am Berghang sehen. Auf den ersten Blick sehen sie ein bisschen aus wie Trampelpfade, aber das kann natürlich nicht sein. Sie führen ja nirgendwo hin. Und außerdem laufen sie kilometerlang exakt parallel zueinander. Sehr mysteriös. Und deshalb hat es auch Jahrhunderte gedauert, bis man diesen Linien hier endlich auf die Spur gekommen ist. Früher glaubten die Menschen, hier hätte der legendäre keltische Krieger Fingal Pfade in den Stein gehauen, um auf die Jagd zu gehen. Viele Forscher, sogar der große Charles Darwin, haben vergeblich versucht, das Rätsel zu lösen. Aber Darwin hatte zumindest eine gute Idee. Er vermutete, das Tal sei einmal ein Meeresarm gewesen, und die Streifen im Stein markierten die Wasserstände unterschiedlicher Epochen. Er hat nach Muscheln gesucht, um seine Theorie zu beweisen, aber keine gefunden. Darwin lag fast richtig. Aber gelüftet wurde das Geheimnis dann schließlich von einem Schweizer. Und was er damals rausfand, das hat unser Bild von der Erde und ihrer Geschichte für immer verändert. Vor 150 Jahren rätselte der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz über den Ursprung der Linien. Die Gletscher, welche seine Heimat entscheidend gestalteten, brachten ihn auf eine Idee. Seine Vorstellung? Ein riesiger Gletscher hat einst das Tal abgesperrt und so einen See aufgestaut. Das Wasser hat am Ufer eine Kerbe in den Fels gespült. Als es noch kälter wurde und der Gletscher wuchs, stieg das Wasser und fräste neue Kerben in den Hang. Gletscher in Schottland? Damals war das unvorstellbar. Das Revolutionäre an Agassiz' Erklärung, wenn es in einem Land wie Schottland tatsächlich derartige Eismassen gegeben haben soll, dann muss Eis im Norden ganze Länder, ja halbe Kontinente bedeckt haben. Forscherkollegen wie Darwin und Humboldt verspotteten Agassiz für diese Theorie. Heute wissen wir, Agassiz hatte recht. Die Highlands lieferten den ersten Beleg für eine Eiszeit auf unserem Planeten. Heute sind die höchsten Berge Schottlands immer noch die Hälfte des Jahres mit Eis und Schnee bedeckt. Sie sind ein Refugium für Nachfahren von Tieren aus der Eiszeit. Das Schneehuhn wechselt seine Farbe je nach Jahreszeit passend zur Landschaft. Feinde aus der Luft können es kaum ausmachen.
Der Schneehase verfolgt die gleiche Überlebensstrategie wie das Schneehuhn. Aber die Tarnung schützt ihn nur, solange er die weiße Winterwelt nicht verlässt. Toll, so ein Steinadler, oder? Das ist Orla, ein abgerichteter Adler. Dass Adler großartige Augen haben, das ist natürlich keine Neuigkeit. Aber es ist schon wirklich faszinierend, wenn man sich mal klar macht, wie unterschiedlich Orla und ich die Welt wahrnehmen. Komm, Orla, wir gucken mal ins Tal runter. Für mich sieht das so aus. Orla hingegen hat ein 340-Grad-Panoramabild. Außerdem sieht sie auch viel mehr Farben. Und sie kann 4 bis 5 Mal weiter scharf sehen. Diese weißen Flecken am Horizont, die sind für sie echte Schafe. Und weil Orla auch UV-Strahlen wahrnehmen kann, sieht sie, wo ein Schaf uriniert hat. Denn Urin reflektiert UV-Strahlen. Prima, um Beute aufzuspüren. Und wenn so ein Adler die Beute dann entdeckt hat, na dann kommen diese Krallen zum Einsatz. Stark genug, um einen Arm mit einem Griff in Matsch zu verwandeln. Aber das machst du natürlich nicht, hm, Orla? Ah, macht sie doch. Der Adler ist unangefochten der König der Lüfte über den Highlands. Die kleinen Kameras behindern ihn kaum bei seinen Flugmanövern. Sie vermitteln atemberaubende Ausblicke. Mit einer Spannweite von mehr als 2 Metern kann er die Aufwinde an den Berghängen perfekt nutzen. Kein von Ingenieuren erdachtes Flugobjekt erreicht seine Perfektion. Mühelos gleitet er über die Landschaft auf der Suche nach Beute. Nonnengänse. Doch dann nähern sich die Gänse einem Krähennest. Und die Krähen greifen an. Pech für den Adler. Seine Verfolgungsjagd findet ein jähes Ende. Nonnengänse sind Zugvögel. Aber verglichen mit Langstreckenfliegern, die um den halben Globus fliegen, sind sie eher faul. Von ihren Sommerquartieren in Grönland und Spitzbergen fliegen sie nur bis nach Schottland. Weiter müssen sie nicht, denn Schottland gehört zu den nördlichsten Regionen, die noch vom warmen Wasser des Golfstroms profitieren. Zehntausende Gänse sammeln sich an den Küsten im Südwesten. Hier finden sie den gesamten Winter über ideale Bedingungen. Das Klima ist mild und die Gänse haben immer genug zu fressen. Im Frühjahr sind die Wiesen Schauplatz für ein seltsames Ereignis. Hasen treten an zum Boxkampf. Es sieht aus wie ein Kampf um die Rangordnung zwischen Männchen. Doch hier hat ein Weibchen einen potenziellen Partner herausgefordert. Wenn er sich bewährt, kommt es zur Paarung. Jetzt ist es Zeit für die Nonnengänse, in ihre Sommerquartiere nach Grönland und Spitzbergen zurückzufliegen. Der Golfstrom, der die Gänse nach Schottland gelockt hat, hat noch einen anderen Effekt. Die von ihm erwärmte Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen.
Schottland ist berüchtigt für jede Menge Regen. In den westlichen Highlands kann es an 250 Tagen im Jahr regnen. Berge bilden für die feuchte Luft, die vor der Küste aufsteigt, eine Barriere. Über den Highlands entleeren sich die Wolken. Die Niederschlagsmenge ist verantwortlich für mystische Landschaften voller Legenden. Moore. Sie bedecken mehr als ein Drittel der Fläche Schottlands. Sind natürlich eine ideale Kulisse für Legenden, Mythen, Sagen und Horrorfilme. Hat ja eigentlich jeder von uns schon mal im Fernsehen oder im Kino gesehen, wenn so ein Opfer so ganz langsam in so einem Moor hier versinkt und am Ende guckt dann nur noch die Hand raus, bis auch die irgendwann verschwindet. Aber funktioniert das eigentlich wirklich so? Zumindest stecke ich schon mal fest. Die gute Nachricht, ich bin nicht direkt untergegangen. Die schlechte, wenn ich jetzt anfange zu strampeln, dann sinke ich immer tiefer ein. Ich habe wirklich überhaupt keine Chance, mich aus eigener Kraft zu befreien. Ich komme hier nicht mehr selber raus und diese Brühe, die hat keine 10 Grad. Mein Körper beginnt auszukühlen und zwar erschreckend schnell. Wenn ich mich nicht befreien kann oder Hilfe kommt, dann werde ich in wenigen Stunden sterben. Aber nicht, weil ich versinke, sondern weil ich erfriere. Dass man im Moor nicht sogleich gänzlich untergeht, liegt daran, dass die Dichte des Moorschlamms größer ist als die von Wasser. Die meisten Moorleichen sind Opfer von Ritualmorden, Gaben, um Götter gnädig zu stimmen. Das Moor galt als Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Damit die Leichen auch wirklich versanken, beschwerte man sie mit Gewichten. Moorleichen fand man nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Dänemark und Deutschland. Viele von ihnen sind rothaarig. Die Erklärung scheint auf den ersten Blick einfach. In Nordeuropa gibt es besonders viele Menschen mit roten Haaren. Und in Schottland ist der Anteil an Rothaarigen so groß wie in keinem anderen Land weltweit. Aber das ist nicht der Grund für diese roten Haare. Zersetzungsprozesse im Moor sind es, die die Haare und auch die Fingernägel rot erscheinen lassen. Ja, der kluge Mann baut vor. Wenn man lange genug im Moor ist, dann kriegt jeder rote Haare und das liegt an den Huminen und den Gerbsäuren da drin. Und die sind auch dafür verantwortlich, dass Leichen da drin mumifiziert werden. Die Knochen werden weich und die Haut wird ledrig. Ein Glück, dass ich da wieder raus bin. Habe ich auch schon rote Haare? Das Moor hat einen pH-Wert wie Essig. Und das ist das Werk einer Pflanze, Torfmoos. Moore entstehen dort, wo Wasser nicht abfließen kann. Von unten her sterben die Pflanzen ab und bilden dann den Torf. Zum Licht hin wachsen sie aber stetig weiter. Dabei geben sie Huminsäuren ab, die das Moor versauern lassen. So werden Moore zur Todeszone für andere Pflanzen. Und zur perfekten Kulisse für Gruselgeschichten. Die Highlands sind Schauplatz großer Epen. Der ewige Freiheitskampf der Schotten gegen die Engländer ist der perfekte Stoff für Hollywood. Im Spielfilm Braveheart verkörpert Mel Gibson den Freiheitskämpfer William Wallace. Wallace ist der schottische Nationalheld schlechthin.
Ende des 13. Jahrhunderts rief er zum Aufstand gegen die englische Besatzung auf. Die Schotten waren den Engländern hoffnungslos unterlegen. Und doch sollten sie mit ihrem Mut einige entscheidende Schlachten gewinnen. Filme wie Braveheart haben unser Bild von den Schotten geprägt, und zwar völlig falsch. Diese Kriegsbemalung von Mel Gibson, sowas haben allenfalls 1000 Jahre zuvor die Pikten getragen. Und Schottenröcke gab es im Mittelalter auch nicht. Die kamen erst im 17. Jahrhundert langsam auf und wurden dann noch mal 200 Jahre später, als die Engländer die Schotten schon längst besiegt hatten, erst endgültig populär. Die Beziehung zwischen England und Schottland war über Jahrhunderte durch Feindschaft geprägt. Bis im 19. Jahrhundert ein Mann alles veränderte. Der Schotte Walter Scott, ein Romanschriftsteller. In seinen Büchern feierte er Schottlands idyllische Landschaften als Gegenbild zum industrialisierten England. Die Romane wurden Bestseller. Schottland zum liebsten Urlaubsziel der Engländer. Scott kam auf die Idee, sich als Modedesigner zu betätigen, als der englische König seinen Besuch in Schottland ankündigte. Obwohl zu dieser Zeit niemand Schottenröcke trug, ließ er viele verschiedene Kiltstoffe kreieren. Scott stattete die Oberhäupter der verschiedenen Clans mit jeweils eigenen Tartans aus und ließ sie zu Ehren des Königs aufmarschieren. King George war begeistert und hüllte sich selbst in eine schottische Tracht. Die scheinbar so alte Tradition der verschiedenen Tartanstoffe ist die Erfindung eines Schriftstellers. Vieles, was heute als typisch schottisch gilt, ist das Resultat von schön geschriebenen Geschichten. Die vermutlich schottischste aller schottischen Legenden ist die Legende vom Monster Nessie, erstmals erwähnt im Jahr 565. Diese ganzen Geschichten vom Loch Ness-Monster, das sind natürlich bloß Märchen. Aber die menschliche Fantasie, die reicht ja nicht annähernd so weit wie die Realität in der Natur. Und natürlich hat es im Laufe der Evolution hier in Schottland auch schon echte Monster gegeben. In der Urzeit war Schottland von Dinosauriern bevölkert und Fischsaurier beherrschten das Meer vor der Küste. Erst kürzlich haben Forscher Fossilien eines bis dahin unbekannten Ichthyosauriers bestimmt, den es nur in Schottland gab. Er ähnelte einem Delfin, war aber so groß wie ein Motorboot. Die Zeit der Urzeitmonster ist längst vorbei. Vor der Küste tummeln sich heute Delfine. Am Moray Firth, wo der Fluss Ness ins Meer mündet, sammeln sich zu bestimmten Zeiten große Gruppen. Hier gibt es eine Engstelle, die für sie ideal zum Fischefangen ist. Lachse, die zurück in ihre Laichgründe wollen, müssen hier durch. Über das schmale Loch Ness gelangen sie weiter die Flüsse hinauf. Der Loch Ness ist nicht einfach nur ein großer See, obwohl er das natürlich auch ist. Über 200 Meter tief und fast 40 Kilometer lang. Tatsächlich ist er aber bloß Teil eines noch viel größeren Systems, das aus dem Fluss Ness und mehreren Seen besteht.
Und dieses System, das reicht von Meer zu Meer und durchschneidet ganz Schottland. Tony, let's go! Der Loch Ness zieht sich zusammen mit anderen Seen und Flüssen wie ein großer Riss quer durch Schottland. Entstanden ist die Spalte zu einer Zeit, als noch aktive Vulkane die Region beherrschten. Die Erdkruste war in Bewegung. Vor etwa 400 Millionen Jahren lag der südlichere Teil Schottlands noch viel weiter im Südwesten. Im Laufe der Zeit ist er allmählich an seine heutige Position gerutscht. Geblieben ist der Riss mitten durch das Land. Er ist nur eine der vielen geologischen Kuriositäten Schottlands. Etwa 2 Kilometer vor der Ostküste liegt der Basrock. Ein Felsen, der von weitem aussieht wie aus Kreide. Bei näherer Betrachtung ist er allerdings dunkel, fast schwarz. Es ist der Überrest eines Vulkans. Zweihunderttausend Basstölpel leben im Sommer auf dem Felsen. Die größte Basstölpelkolonie der Welt. Diese Küken sind jetzt ungefähr 8 Wochen alt und in circa einem Monat werden sie die Insel verlassen. Bis dahin werden sie von den Eltern aufgepäppelt und am Ende sind sie dann so richtig dick und fett und rund. Das Lustige dabei, sie sind dann tatsächlich zu schwer, um fliegen zu lernen. Und deshalb müssen die kleinen Basrock auf einem anderen Weg verlassen. Die Vögel stürzen sich dann von dieser Klippe, klatschen unten aufs Wasser und da dümpeln sie dann ein paar Wochen rum. Während dieser Zeit lernen sie ein wenig, wie man fischt und vor allem verlieren sie Gewicht. Und eines Tages sind sie dann endlich leicht genug, um die Flügel zu spreizen und aus eigener Kraft abzuheben. Der Basrock ist für die Tölpel der ideale Ausgangspunkt zum Jagen. Denn das Meer rundherum ist voller Fische. Mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 100 Stundenkilometern tauchen die Basstölpel ins Wasser ein. Der Grund für den Fischreichtum ist die Fülle an Plankton. Diese kleinen Lebewesen im Wasser stehen am Beginn der Nahrungskette. Sie werden von den Strömungen im Meer mitgerissen. Die Gezeiten sorgen für steten Nachschub. 2-mal am Tag schwemmt die Flut das Plankton rund um Schottlands Küsten. Diese paradiesischen Verhältnisse sorgen im Norden Europas für eine erstaunlich vielfältige Unterwasserwelt. Die Bevölkerungsdichte der Basstölpel hat allerdings auch eine Kehrseite. Ein ziemliches Durcheinander auf dem Felsen. Fällt ein Küken aus dem Nest, kann es passieren, dass die Eltern es nicht wiederfinden. Hey, Birdie, komm her. Dieser Jungvogel, der muss irgendwo da oben aus dem Nest gefallen sein. Normalerweise ein sicheres Todesurteil. Aber er bekommt eine zweite Chance.
Denn drüben auf dem Festland gibt es eine Auffangstation für verwaiste Tiere. Und genau da bringe ich ihn jetzt hin. Der Bass Rock ist einer von vielen unbewohnten Felsen. Vor Schottlands schroffer Küste liegen viele einsame Inseln, Naturparadiese. Auf einer davon lebt ein Tier, das einen Weltrekord hält. Auf den Shetlands, der nördlichsten Inselgruppe Großbritanniens. Auf den Inseln im hohen Norden lebt das stärkste Pferd der Welt. Wenn man es vor einen Karren spannt, dann kann es leicht das 4,5-fache des eigenen Körpergewichts ziehen. So ein großes Brauereipferd schafft gerade mal das Dreifache. Andererseits sind Shetland-Ponys auch echt klein. Und das ist keine Folge von Zucht, sondern eine ganz natürliche Entwicklung, eine Anpassung an die rauen Lebensbedingungen da oben im Norden. Wenig Platz, wenig Futter, wenig Nährstoffe und dazu noch immer dieses miese Wetter. Ne? Unter solchen Umständen ist es besser, klein zu sein als groß. Hm? Oder was meinst du? Die Vorfahren der Shetland-Ponys stammen vom schottischen Festland. Es waren die Pikten, die einst die Ponys auf die Inseln mitbrachten. Dort sind die Tiere mit der Zeit auf eine Größe von rund einem Meter Schulterhöhe geschrumpft. Auch das dichte Haarkleid ist eine Anpassung ans Klima. Es schützt die Ponys vor den rauen Winden. Hoch oben im Nordatlantik sind die Shetland-Inseln besonders im Winter eisigen Stürmen ausgesetzt. Die Winde erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern. Orkanstärke. In der Nachbarschaft der Shetlands auf den Orkney-Inseln gibt es einen Ort, dessen wahre Bedeutung erst allmählich deutlich wird. Denn hier oben im Norden haben Archäologen sensationelle Entdeckungen gemacht. Überreste einer Zivilisation aus der Steinzeit. Und diese Kultstätten rücken die Rolle Schottlands für ganz Großbritannien in ein neues Licht. Der Ring of Broadgar. Nein, nein, nicht Stonehenge. Broadgar auf den Orkney-Inseln. Diese Anlage hier, die stammt aus der Jungsteinzeit. Und sie hat wirklich enorme Ausmaße. Ein Kreis mit 100 Metern Durchmesser, umringt von 60 riesenhaften Monolithen, den sogenannten Menhirs. Gut ein Drittel davon steht noch heute. Und wenn man an einem so abgelegenen Ort ein so faszinierendes Bauwerk findet, dann fragt man sich natürlich sofort, wer hat diese Steine aufgestellt und vor allem, warum? Der Ring of Broadgar ist nur ein Teil einer viel größeren, wohldurchdachten Anlage. In der Nähe gibt es die Stones of Stannis. Und genau zwischen diesen beiden Steinkreisen haben Archäologen einen großen Tempel entdeckt. Der erste Hinweis kam von einem Bauern, der mit seinem Pflug an Steinen hängen blieb. Die Archäologen um Nick Card sind noch ganz am Anfang ihrer Ausgrabungen. Aber schon jetzt ist klar, so eine große und komplexe Kultstätte gibt es in ganz Nordeuropa kein zweites Mal. Was für ein großartiger Ort. Wer immer noch glaubt, in der Jungsteinzeit seien bloß keulenschwingende Grobiane durch die Moore gestapft, der wird spätestens hier eines Besseren. Diese Anlage ist mindestens 5200 Jahre alt, also älter als die Pyramiden von Gizeh oder auch Stonehenge. Und Nick, der Ausgrabungsleiter, hat mir gerade erzählt, dass bisher höchstens ein Zehntel der gesamten Struktur freigelegt worden ist. Und die ist richtig gut erhalten. Hier direkt unter mir kann man noch klar die Umrisse eines Hauses erkennen. Sogar die beiden Feuerstellen aus grauer Vorzeit sind noch richtig gut zu sehen. So etwas haben Archäologen vorher noch nie gesehen. Früher gab es hier Dutzende massive Gebäude. Die Häuser waren von einer Mauer umgeben, mehr als 100 Meter lang und bis zu 3 Meter hoch und 5,5 Meter dick. Wozu die Anlage diente, ist nicht einfach zu rekonstruieren. Einen Hinweis liefern den Archäologen Abfälle der Menschen der Jungsteinzeit,
die sich zeitlich datieren lassen. Daraus schließen sie, dass die Anlage nicht dauerhaft bewohnt war. Sie wurde nur für rituelle Feste genutzt. Die These der Forscher: Der Tempel versinnbildlicht das Portal zwischen Leben und Tod. Die Menschen sind womöglich in einer Prozession von den Stones of Stannis, dem Land der Lebenden, durch den Tempel zum Ring of Brodgar geschritten, dem Land der Toten. Je mehr die Archäologen ausgraben, umso deutlicher wird ihnen, dass dieser Ort einmal eine Strahlkraft hatte, die weit über die Region hinaus wirkte. Ist das hier nicht wunderbar? Okay, jetzt nicht auf den ersten Blick, da ist das bloß eine dreckige Scherbe, aber auf den zweiten schon. Dieses Muster hier, das ist ganz typisch für eine bestimmte Epoche der Jungsteinzeit. Und dieses Bruchstück, das ist älter als alle vergleichbaren, die man weiter südlich gefunden hat, also in England. Und genau das stellt alles auf den Kopf, was man bisher zu wissen glaubte. Die Orkney-Inseln erweisen sich als Ursprung einer neuen Lebensart. Die hier entwickelte Keramik hat nach und nach den Süden erobert. Ein Widerspruch zur Vorstellung vom zivilisierten Süden und barbarischen Norden. Auch beim berühmten englischen Stonehenge haben Archäologen die Keramik gefunden. Und Stonehenge ist jünger als der Tempel auf den Orkneys. Vieles spricht dafür, dass die Menschen auf den Orkney-Inseln tatsächlich einmal eine ganze Kulturbewegung begründeten. Selbst die Idee, derart komplexe Steinkreise zu bauen, könnte dort erstmals entstanden sein. Der Stolz der Schotten auf ihr Land ist begründet. Die Natur ist unvergleichlich. Und das Streben nach Unabhängigkeit hat uralte Wurzeln. Also wenn man sich mal klar macht, was Schottland geologisch, historisch und kulturell für Britannien bedeutet, dann sollte beim nächsten Referendum die Frage vielleicht nicht lauten, ob Schottland austreten möchte, sondern ob England dabei bleiben darf. Cum suas agnium nach. Okay, mein Gälisch ist fürchterlich. Was ich versuche zu sagen: Bleiben Sie fasziniert.